Well, that's convenient. Das Licht in uns, unsere innere Flamme, das ist das Herz meines Feuers. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit einem Champion, bei dem ich mich nicht darüber wundere, dass er die letzte Abstimmung gewonnen hat, nämlich Milio. Milio ist der aktuell neueste Champion, von daher war das nicht weiter verwunderlich. Und es ist endlich mal seit Ewigkeiten ein weiterer Champion aus Ishtal. Und ja, man spricht das Ishtal und nicht Ixtal. Die Diskussion hatte ich schon mal in den Kommentaren. Jedenfalls ist es so, Milio ist der erste Charakter meines Wissens nach, der direkt mit Ishtal in Verbindung steht, seit dem Release von Qiyana, mit der die Region überhaupt eingeführt wurde. Es wurden andere Charaktere so ein bisschen, sagen wir mal, geretconnt, dass sie dann doch mit dieser Gegend zu tun hatten, zum Beispiel Malphite. Aber sagen wir es mal so, Ishtal wurde über die letzte Zeit doch ein bisschen vernachlässigt. Von daher bin ich durchaus sehr froh, dass man jetzt einen Charakter hat, der wieder in diese Gegend gehört und da dann vielleicht auch ein bisschen gewisse andere Positionen vertritt, als wir das zum Beispiel bei Qiyana haben. Aber da werde ich jetzt auch noch nicht zu sehr drauf eingehen, ein bisschen was kenne ich. Und es könnte einfach mal interessant sein, da ein bisschen Story zu erleben. Aber gehen wir erstmal auf das Design ein, wie üblich. Zuallererst sehen wir mal, Milio ist für einen Champion ziemlich jung. Wenn ich mich recht erinnere, ist er so um die 12, also wirklich noch ein Kind. Er trägt erstmal was relativ Auffälliges auf dem Rücken, das grob an eine Art, also von der Form an eine Art übergroßen Flakon erinnert, aber es ist ein bisschen was anderes, aus verschiedenen Materialien zusammengebastelt. Hauptsächlich weiß, könnte aus Holz sein, ich bin mir nicht ganz sicher, was es sein soll. Werden wir vielleicht in der Geschichte erfahren, aber es hat wohl auch mit seinen Fähigkeiten irgendwie zu tun. Ansonsten trägt er als Hauptfarbe Rot, geschmückt vor allem mit Blau und Grün und tatsächlich auch relativ vielen goldenen Akzenten, die eigentlich durchaus normalerweise von Wohlstand sprechen. Allerdings sei hierbei erstmal gesagt, dass diese Formgebung auch ein bisschen an Shurima erinnert, was natürlich bei der Geschichte von Ishtal nicht verwunderlich ist, denn auch das war mal eine shurimanische Kolonie, beziehungsweise ein Teil von Shurima, der sich abgespalten hat. Und von daher passt das eigentlich schon mal relativ gut. Man muss sagen, die Farbe Rot und das Goldene könnten theoretisch auf Adel hindeuten, aber wenn ich die Geschichte von Milio, was ich so bisher gehört habe, richtig im Kopf habe, ist das wahrscheinlich nicht ganz richtig. Aber wir werden da dann wohl auch am besten noch drauf eingehen, wenn wir dann mal seine Geschichte anhören. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall erwähnen muss, sind diese kleinen, seltsamen Kugeln mit Gesichtern, die um ihn herumschwirren. Die werden von ihm im Spiel als sogenannte Fuemigos bezeichnet, was wohl eine Mischung aus Fuego, also Feuer, und Amigos, also Freunden, ist. Also die Feuerfreunde. Und was es damit auf sich hat, ich denke, das werden wir uns am besten jetzt mal in seiner Hintergrundgeschichte anhören. Viel Spaß! Milio, die schützende Flamme. Milios Geschichte begann vor Generationen mit seiner Großmutter Lupe und ihrer Zwillingsschwester Lune, zwei Elementarmeisterinnen, die jeweils ihre Erd- und Feueraxiome miteinander verwoben, um die Prüfungen des Vidalion zu meistern und sich den Yuntal anzuschließen. Doch nachdem Lune dabei erwischt wurde, wie sie sich gegen die Yuntal verschwor, wurden beide Schwestern für ihr Verbrechen verurteilt und als Zwillinge bestraft. Lupe wurde in die trostlosesten Weiten von Ishtal verbannt, während Lune völlig verschwand, und somit schwand auch der letzte Rest von Lupes Vertrauen. Als Milio geboren wurde, hatte seine Familie bereits alles getan, um das Beste aus ihrem neuen Leben zu machen. Er kannte nur Liebe und Freude, und für ihn war das Leben im Dorf das Paradies. Was konnten sie mehr wollen? Als Milio alt genug war, versuchte Lupe, ihren Enkel die Axiomata zu lehren. Wo der Rest der Familie versagt hatte, zeigte Milio vielversprechende Ansätze und Interesse an den Elementen, hatte aber Schwierigkeiten, die Bedeutungen der Regeln und Disziplin zu verstehen. Enttäuscht gab Lupe die Hoffnung auf und brach Milios Lehre ab.
Milio jedoch lernte selbstständig weiter. Da er keine Anweisungen mehr von seiner Großmutter bekam, ignorierte er alle Einschränkungen, an die er sich hatte halten sollen. Während er die Natur selbst studierte, stellte er intuitiv seine eigenen Regeln auf und meisterte irgendwann das Feuer, das einzige Axiom, das seine Großmutter ihn nicht lehren wollte. Aber etwas störte Milio am Feuer. Musste es so zerstörerisch sein, vor allem wenn er überzeugt war, dass es zu mehr fähig war? Eines Nachts offenbarte sich die Antwort, als Milio dem Schein der Sommerglühwürmchen nachjagte. Sie führten ihn zu einer der Jägerinnen des Dorfes, die verletzt war und sich nicht bewegen konnte. Milio versuchte, sie mit seinem Feueraxiom in einem stabilen Zustand zu halten, aber das war nicht genug. Da er wusste, dass der Heiler des Dorfes zu weit entfernt war, versuchte er verzweifelt, das Axiom in eine heilende Kraft umzuwandeln. Als er seine Hände auf den Bauch der Jägerin legte, um die Wunde zu versorgen, fühlte er eine leichte Wärme. Sie war so vertraut und beruhigend, als würde er ihre Seele berühren, ihre innere Flamme. Dann fing Milio an, dieselbe Flamme in sich selbst zu spüren. Er konnte sie in den Bäumen spüren, in den Blättern, als würde jeder Teil des Dschungels wie ein warmes Lagerfeuer zum Leben erwachen. Er konzentrierte all seine Energie auf dieses Gefühl und nutzte die Lehren der Natur, um dieses Feuer zu erschaffen. Was daraus entstand, war eine Kreatur, klein und schüchtern, mit weiten, freundlichen Augen. Milio setzte sie auf die Wunde der Jägerin und fühlte, wie die Kreatur, seine innere Flamme, sie von innen heraus heilte. In jener Nacht hatte er ein völlig neues Axiom entdeckt, das er liebevoll beruhigendes Feuer nannte. Milio rannte nach Hause, um seiner Familie zu zeigen, was er getan hatte. Vor ihren Augen erschuf er eine weitere beruhigende Flamme, die freudig in seiner Handfläche tanzte, sein Fuemigo, und seine Familie jubelte. Großmutter Lupe hingegen beunruhigte dieser Erfolg. Als sie sah, dass Milio die Axiomata in solch einem jungen Alter gemeistert hatte, wusste Lupe, dass ihr Enkel das geschafft hatte, woran der Rest ihrer Familie gescheitert war. Mit seinen Fähigkeiten konnte er sie endlich aus der Verbannung an ihren rechtmäßigen Platz unter der Herrscherkaste von Ishtal zurückholen. Jedoch machte sie sich Sorgen darüber, dass er von dem Feuer so fasziniert war und dass seine zunehmenden Fähigkeiten gegen die traditionellen Lehren der Axiomata verstießen. Nichtsdestotrotz setzte Lupe alles auf ihre letztmögliche Rettung. Sie konzentrierte sich allein auf Milio, während sie seine Fähigkeiten förderte und ihn darauf vorbereitete, seine Heimat zu verlassen, nach Ishao Kan zu reisen und sie schließlich von der Last der Fehler ihrer Schwester zu befreien. Milio fühlte diese Last auf seinen Schultern, und der Gedanke, alleine sein Zuhause verlassen zu müssen, machte ihm Angst. Doch da Milio seine Familie mehr als alles andere liebte, würde er den Mut aufbringen, wenn sie dadurch glücklich werden würden. Zur Vorbereitung auf die Reise fertigten er und seine Großmutter einen besonderen Rucksack, den Milio seinen Ignacito nannte, in dem er seine feurigen Fuemigo unterbringen konnte. Schweren Herzens und mit einem breiten Lächeln ließ Milio, mit nur 12 Jahren, sein Dorf zurück, nur mit seinem treuen Ignacito und neuer Kleidung ausgestattet, die seine Familie ihm gebracht hatte. Er reiste durch ganz Ishtal, bahnte sich seinen Weg durch den Dschungel, zeltete unter den Sternen und fand auf dem Weg Freunde. Währenddessen schickte er regelmäßig Briefe mit Details über seine aufregenden Abenteuer nach Hause. Nach einer langen, langen Reise erreichte Milio schließlich Ishao Kan, wo er seitdem trainiert, um sich dem Vidalion zu stellen. Der Junge mit den beruhigenden Flammen hat das Interesse vieler Leute geweckt, darunter auch Lune, die zurzeit unter der Stadt gefangen ist und auf ihre Zeit wartet. Selbst Milio hört das Flüstern, das ihn durch die Stadt begleitet, aber er konzentriert sich darauf, sich den Yuntal anzuschließen und seine Familie stolz zu machen. Ich denke, es ist wieder Zeit für Kontext. Also, wer waren nochmal die Yuntal?
Die und Tal haben wir kennengelernt in der Geschichte Die Axiomata. Und es handelt sich dabei quasi um eine Art Elite-Truppe von Magiern, beziehungsweise die Herrscherkaste. Denn Ishtal ist eine Magokratie. So wie in Demacia beispielsweise Magier verfolgt werden, sind Magier hier die Herrscher. Und das erklärt auch so ein bisschen die Farbwahl, zum Beispiel bei Milios Kleidung und die goldenen Akzente. Er stammt quasi aus einer Art verstoßenen, nein, nicht Adelsfamilie, weil man sich schon den Posten verdient, aber durchaus aus einer Art Herrscherkaste. Das erklärt dann vor allem die Rot- und Goldtöne sehr, sehr gut. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Ignacito bedeuten soll, wenn ich das Wort richtig ausspreche. Ich kann leider kein Spanisch. Jedenfalls finde ich es persönlich schon sehr interessant. Man merkt auch natürlich, dass bei Milio so ein bisschen lateinamerikanische, sagen wir mal, Inspiration damit drin steckt, was bei Ishtal bisher so rein von der Ethnie zumindest von Kiana und eben auch bei ihm schon vorher so ein bisschen deutlich wurde. Ich habe auch gelesen, es gab so ein bisschen Inspiration aus entsprechenden Filmen, darunter auch Encanto, wer hätte es erwartet? Aber ja, es ist ein, finde ich dann doch durchaus interessanterweise passendes Design. Ich finde nur, er sieht nicht aus wie jemand, der lange Reisen hinter sich hat auf dem Bild. Aber gut, das ist schon okay. Insgesamt finde ich aber auch das Prinzip sehr interessant, weil es handelt sich bei ihm um eine Art Wunderkind, das eine Art völlig neue Magie entdeckt hat. Oder entwickelt, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Vor allem zeigt er aber auch, dass die Regeln, die die Yuntal bisher für unverrückbar gehalten haben, eben nicht unbedingt alles sind, weil seine Magie bricht diese Regeln. Die sollte laut den Ideen der Yuntal nicht möglich sein. Das heißt, auch wenn er letzten Endes anstrebt, ein Yuntal zu werden, stellt er allein durch die Magie, die er wirkt, den Status quo in Frage. Und das könnte interessant werden. Ganz zu schweigen davon, dass es noch ein anderes Wunderkind unter den Yuntal gibt, und das ist Kiana. Und die Frage ist, wie reagiert die darauf, dass jetzt plötzlich ein derart junges Kind ankommt und eine Magie beherrscht, die niemand anders bisher kennt? Sieht die den als eine Bedrohung? Als was Interessantes, was man im Auge behalten sollte? Was wird die mit ihm anstellen? Das ist eine Sache, die ich gerne irgendwann erfahren würde. Und jetzt, da wir erfahren haben, dass da auch noch jemand ganz Bestimmtes unter der Stadt eingeschlossen ist und ihm quasi zuflüstert, haben wir sogar hier eine Art kleines Rebellionspotenzial. Das klingt so, als würde Riot ein bisschen was aufbauen, was dann wahrscheinlich wieder ein paar Jahre liegen gelassen wird. Aber gut, es ist interessant. Aber vor allem finde ich halt interessant, auch mal Feuer hier als etwas Sanftes und Heilendes darzustellen und eben nicht immer nur als zerstörerische Naturgewalt. Und daher, ich bin gespannt, was man aus ihm macht, weil er ist halt, wie man das bei den Charakteren, die Kinder sind, kennt, ein herzensguter Charakter, so wie er aussieht. Aber dafür können wir uns auch einfach mal seine Color Story anschauen und das Ganze ein bisschen genauer betrachten. Und das machen wir jetzt auch einfach mal. Viel Spaß! Milios Abenteuer Spezialberichte von Elise Lemoyne. Grüße an euch alle. Ich bin es, Milio, mit meinem ersten offiziellen Abenteuerbericht. Es ist kaum zu glauben, dass seit meiner Abreise schon 3 ganze Tage vergangen sind. Ich habe es sicher in das erste Dorf auf meiner Reise geschafft und freue mich darauf, heute Nacht in einem echten Bett zu schlafen. Kein Schlafen auf dem Dschungelboden mehr. Ich kann auch das Abendessen schon riechen. Aber deine Kochkunst ist viel besser, Mama. Das gilt auch für dich, Mili. Als ich im Dorf ankam, warteten eure Briefe schon auf mich. Ich vermisse euch alle so sehr. Wie geht es Cousin Javi? Hilft Thomasin Papa im Hof? Wie geht es den Tieren? Cousin Jaime, ich kann nicht glauben, dass das Kind von dir und Salvadora bald kommt. Wie geht es ihr? Du musst mir alles erzählen. Und Luca, keine Hochzeit für dich, bis ich wieder zu Hause bin, klar? Grüß Cedro von mir. Aber gut, ihr wollt sicher von meiner Reise erfahren. Stellt euch vor, euer Liebling Milio ist durch das Zelten unter dem Nachthimmel total zäh und abgehärtet geworden.
Der Dschungel ist wesentlich weniger gruselig, als er einem vorkommt. Insbesondere, da mich meine Fuemigos nachts warm halten. Und ich muss mir auch mit niemandem mehr ein Zimmer teilen. Den Fuemigos geht es wirklich gut. Mein Ignacito macht es so, dass sie es schön gemütlich haben und sie leisten so viel tolle Arbeit. Sie leuchten mir den Weg und heilen kleine Tiere aus dem Dschungel. Ich helfe natürlich immer. Omele Lupe, ich arbeite jeden Tag an meinem Axiom und werde immer stärker. Es ist so, wie du es mir gesagt hast. Der Vidalion wird da keine Chance haben. So weit war ich noch nie von zu Hause weg. Aber jeder Tag ist anders und aufregend. Mir geht es auch sehr gut, nur so nebenbei. Ich habe im Dorf schon 3 neue Freunde gewonnen und wir essen heute zusammen zu Abend. Apropos, ich muss dann essen gehen. Meine Fuemigos und ich sind am Verhungern. Ich verlasse das Dorf morgen früh schon wieder, aber ich schreibe euch, wenn ich im nächsten angekommen bin. Hab euch lieb. Mein nächster Brief wird nicht lange auf sich warten lassen. Euer zäher und abgehärteter Milio. Hallo Familie, hier ist wieder Milio. Ich bin sicher im nächsten Dorf angekommen und will gleich mal von meinem neuen Abenteuer berichten. Vielen Dank euch allen für eure Briefe. Ich wünschte, ich könnte häufiger zurückschreiben. Vielleicht kann ich meinen Fuemigos beibringen, meine Briefe zu verteilen? Können die überhaupt so weit fliegen? Das sollten wir herausfinden. Ich bin zurück. Sie schaffen es nicht. Cousine Isabella hat sich verletzt. Wie geht es ihr? Ich wette, sie ist schon bald wieder auf den Beinen, wenn sie einen von Hunots berühmten Umschlägen bekommt. Tante Alba, ich würde deine neuen Lieder so gern hören. Ich bin mir sicher, das ganze Dorf ist verrückt danach. Oh, du wirst nie erraten, wen ich heute getroffen habe. Stell dir folgende Situation vor. Ich lief einfach so durch den Dschungel und da sah ich ein verletztes Kätzchen. Es war so süß und flauschig und kuschelig und es brauchte meine Hilfe. Also haben meine Fuemigos und ich losgelegt und es geheilt. Danach hat es mich so toll geknuddelt und so niedlich geschnurrt. Wir haben uns dann in der Sonne ausgeruht und da fand uns Nidalee. Erinnerst du dich noch an die Geschichten über die Königin der Kashtaji? Sie soll ja zu je einem Drittel Frau, Katze und Geist sein und nachts im Dschungel nach Kindern suchen, die zu lange wach sind, richtig? Tja, ihr richtiger Name lautet Nidalee und sie ist der totale Oberhammer. Sie ist überhaupt kein gruseliges Gespenst, das Kinder frisst. Sie mag andere Leute nicht mal und hält sich von ihnen fern. Aber sie kann sich in eine Katze verwandeln. Ist das nicht genial? Omele Lupe, ich glaube, du würdest sie sicher mögen. Sie ist extrem stark, genauso wie du. Anfangs mochte sie mich nicht, aber ich konnte sie überzeugen. Schließlich ließ sie zu, dass ich zusammen mit ihrer Gruppe umherreiste, denn ich hatte ja einem ihrer Kätzchen geholfen. Sie brachte mir dabei bei, dass die kleinen Pakiti und die Kashtaji eigentlich Paka heißen. Es war sehr lustig, mit Nidalee und ihrem Rudel zu reisen. Wir sind auch wie so ein Rudel, nicht wahr? Wir sind vielleicht keine Paka, aber wir haben uns. Es wäre so schön, wenn wir auch zusammen reisen könnten. Was für ein kuscheliger Haufen. Hoffentlich sehe ich Nidalee irgendwann wieder. Sollte sie dir über den Weg laufen, dann grüße sie bitte von mir. Sie wirkt anfangs zwar sehr unnahbar, aber sie ist sehr lieb. Ich muss los. Das Dorf veranstaltet heute Abend ein großes Feuer. Das will ich mir ansehen. Ich liebe euch alle. Milio, der Ehrenpakar. Hallo Familie, hier ist wieder Milio. Ich vermisse euch so sehr. Vermisst ihr mich auch? Ich habe mich riesig über eure Briefe gefreut. Es ist wunderschön, von all euren Erlebnissen zu erfahren. Das fühlt sich so an, als wärt ihr zusammen mit mir auf Reisen. Obendrein habe ich damit noch mehr Gründe, meine Zwischenstopps auf dem Weg nach Ishao Kahn zu erreichen. So einen Grund brauchte ich heute ganz dringend. Als ich letzte Nacht das Dorf erreichte, war hier ganz schön was los. Ein Haufen Leute waren ziemlich schwer verletzt. Zum Glück konnten meine Fuemigos und ich ihnen helfen. Leider hat es eine Person nicht überlebt. Seine Familie sagte mir, es gab nichts, was ich dagegen hätte tun können. Sie waren sehr dankbar, dass ich ihm vor dem Tod noch eine halbwegs angenehme Zeit bereiten konnte, aber ich hätte ihn retten können müssen. Ich schätze, es war ganz schön krass, allen zu helfen und ihnen zu zeigen, wie gemütlich und schön ein Feuer sein kann. Meine Fuemigos haben die ganze Aufmerksamkeit auch genossen. Ich konnte auch so vielen Leuten helfen. Durchgestrichen,
Tja, ich weiß einfach nicht. Oh, Jaime, Salvadora, ich habe von eurem Baby gehört. Ich freue mich riesig für euch. Ich wünschte, ich könnte bei euch sein und es sehen. Erzählt ihr bitte von ihrem Onkel Milio, ja? Und gebt ihr 1000 Küsschen und schmust sie schön, bis ich wieder zu Hause bin. Omele Lupe, es tut mir sehr leid. Nächstes Mal strenge ich mich mehr an, versprochen. Ich muss jetzt los. Ich will noch mal nach allen sehen, bevor ich abreise. Ich liebe euch alle. Milio. Koum Sehena Familie. Milio, was heißt das? Gute Frage. Es bedeutet so viel wie lächele für immer. Das habe ich von einem neuen Freund gelernt. Erzähle ich euch später. Seit meinem letzten Brief ist eine Ewigkeit vergangen. Meine Fuemigos und ich reisen immer weiter und treffen immer wieder neue Leute und sehen so viele neue Dinge. Wusstet ihr, dass es im Dschungel eine Frau gibt, die ganz aus Pflanzen besteht? Im letzten Dorf hörte ich viele Geschichten über sie, aber ich hielt das nur für Schauermärchen für ungezogene Kinder. Oh Mann, wie falsch ich damit lag. Eines Nachts sah ich sie wirklich. Sie war über und über mit Blättern, Ranken und so bedeckt, und ihre kleinen Samenfreunde sahen sehr stachelig aus. Keine Sorge, Mama, Papa, ich werde ihr nicht zu nahe kommen. Ich wünschte nur, ich hätte... Und ich habe so etwas wie einen Berg gesehen, oder jedenfalls einen riesigen Felsen, der sich bewegt hat. Ich habe ihn zwischen den Bäumen bemerkt und war erstmal ganz verwirrt, denn er war nicht auf meiner Karte. Also habe ich mir das näher angesehen. Erst sah er wie ein ganz normaler Felsen aus, aber dann sah ich das Gesicht und er bewegte sich. Ich wollte ihn eigentlich grüßen, aber er hätte mich bestimmt zertrampelt, wenn ich es versucht hätte. Nächstes Mal vielleicht. Ich habe eine neue beste Freundin gefunden. Sie heißt Nico. Sie ist super süß und nett und kann ihre Gestalt verändern. Sie wollte mir einen Streich spielen und hat sich in mich verwandelt, aber meine Fuemigos haben sich nicht täuschen lassen. Ich bin so stolz auf sie. Nico hat Nidalis Pakar an mir gerochen und wollte das untersuchen. Anscheinend sind sie sehr gut befreundet. Ach, Mama, Papa, ich verspreche hoch und heilig, dass ich jeden Abend dusche. Gut, fast jeden Abend. Ich habe viel von Nico gelernt, zum Beispiel viele neue Wörter und dass sie einen Stamm für Leute aufbauen will, die ein Zuhause suchen. Ich wünschte, ich könnte ihr mehr helfen, aber zuerst muss ich zu den Yuntal. Vielleicht schaffe ich es danach. Ich reise jetzt schon so lange durch Ishtal, aber trotzdem entdecke ich immer wieder neue Dinge. Jeder Tag ist lustig und anders. Nur das Laufen auf dem Dschungelboden ist alles andere als bequem. Na egal, meine Fuemigos und ich sind erledigt. Es ist so spät geworden. Wie spät ist es bei euch? Wie geht es meiner Nichte? Ich kann nicht fassen, dass ich nicht mehr das Baby der Familie bin. Sage Tomasin, dass sie ja jede Nacht mit den Tieren reden soll. Sie schlafen besser, wenn man ihnen eine gute Nachtgeschichte vorgelesen hat. Omele Lupe, ich bin fast in Ishao Khan. Ich trainiere jeden Tag, damit ich mich dem Vedalion stellen und euch stolz machen kann. Ansonsten geht es mir sehr gut, Ehrenwort. Ich bin groß und stark, macht euch also keine Sorgen um mich. Ich liebe euch alle. Euer bester Freund Milio. Schöne Grüße aus Ishao Khan, Familie. Könnt ihr glauben, dass ich es endlich geschafft habe? Langsam hatte ich das Gefühl, dass ich bis in alle Ewigkeit durch den Dschungel laufen müsste. Schon seltsam, jetzt vermisse ich ihn etwas. Es gibt so viel zu erzählen. Da ich euch jetzt jeden Tag schreiben kann, werde ich euch viel mehr Briefe schicken und euch davon berichten, was ich in der Hauptstadt so treibe. Mit meinem Fuemigo-Botendienst habe ich noch immer kein Glück, aber davon erzähle ich euch ein anderes Mal. Die Hauptstadt ist riesig. Omele Lupe, ich kann nicht fassen, dass du mal hier gelebt hast. Ich habe mich schon ein paar Mal verirrt. Ups, alles ist so riesig und überall sind massenhaft Leute. Ich habe bereits so viel gesehen und ein paar neue Einsatzmöglichkeiten für die Axiomata herausgefunden. Anfangs hatte ich Angst, keine Bleibe zu finden, aber dann hat mich eine ganz liebe Familie bei sich aufgenommen. Sie sind Erdelementarmagier und nutzen die Axiomata, um Keramik herzustellen. Ist das nicht genial? Ich darf bei ihnen kostenlos in einem Gästezimmer wohnen, solange ich ihnen in der Keramikwerkstatt aushelfe. Wie gut, dass ich anderen Leuten so gut helfen kann. Ishao Khan ist so anders als unser gemütliches Dorf, aber auch hier habe ich einige Dinge gefunden, die mich an Zuhause erinnern. Die Leute in meiner Nachbarschaft sind sehr freundlich und aufgeschlossen, fast wie eine Familie.
Ganz in der Nähe ist jeden Tag ein Markt mit Essen, das fast so toll schmeckt wie das von Mama. Aber nur fast. Ich habe immer wieder dieses komische Gefühl in der Magengrube. Es fühlt sich fast so an wie damals, als ich bei den Pakiti war und sie mich spielerisch durch den Wald gejagt haben. Aber warum fühle ich das hier? Naja, vielleicht ist das nur die Eingewöhnung an mein neues Leben. Was meinst du? Wie auch immer, ich muss schon sehr bald gegen den Vidalion antreten. Bis dahin trainiere ich weiter fleißig und erkunde die Stadt. Wünscht mir Glück. Ich liebe euch alle. Milio, der nächste Vidalion-Herausforderer. Tja, und das war Milios Color Story. Und ich habe das Gefühl, Riot hat für kindliche Charaktere, wenn man jetzt von Annie absieht, vor allem so eine Persönlichkeit. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, was vielleicht aus Nunu geworden wäre, wenn er mit seiner Familie weiter hätte aufwachsen können. Und ja, Milio ist ein Charakter, dem Familie sehr am Herzen liegt. Das merkt man ja auch an den Briefen, die er zurückschreibt und solche Sachen. Und gleichzeitig ist er jemand, der schon ein überraschend starkes Verantwortungsbewusstsein hat, wie man das dann auch merkt, als er sagt, ich habe jemanden nicht retten können, aber ich hätte ihn retten können müssen. Also, Milio ist, finde ich, halt ein Charakter, der einfach so komplett reinen Herzens ist. Und das, finde ich, ist eine schöne Abwechslung zu den ganzen dunklen, bösen, edgy Charakteren. Es ist schön, dann mal so das reine Herz eines Kindes wiederzusehen. Wobei man sagen muss, bis zum gewissen Alter haben Kinder alles andere als ein reines Herz. Da sind Kinder vor allem grausam. Aber Milio ist einfach ein sehr guter Junge, könnte man sagen. Und das ist eine schöne Sache. Und gerade auch so diese Idee, dass seine Fähigkeiten eben eine eigentlich zerstörerische Macht benutzen, um Leute zu heilen, zu wärmen, ihnen was Gutes zu tun. Das ist einfach eine schöne Idee. Und ich finde so dieses Thema, das er damit verkörpert, auch einfach schön. Und ja, also es ist einfach was Angenehmes, mal sowas zu lesen, anstatt immer wieder, hey, jetzt gibt's auf die Schnauze, sondern er ist ja keiner, der Gewalt anwendet. Gut, im Spiel schon, aber da hat er auch keine Wahl. Da kann er selbst Ivan nicht anders. Und von daher, ich find's interessant. Ich bin gespannt, wie sich das mit Milio noch entwickeln kann, jetzt bezüglich zum Beispiel den Eindringen von Leuten zum Beispiel aus Piltover in die Dschungel oder eben auch Sachen wie dem Ausbreiten von Zyras Einfluss oder eben die politischen Machenschaften in Yishao Kahn, wo er selber wahrscheinlich noch gar nicht so viel begreifen kann in seinem Alter, aber es ist interessant und ich hoffe einfach, dass wir da ein bisschen mehr sehen mit der Zeit. Aber damit soll es auch erstmal reichen, lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren da und ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, auf den wieder einige warten. Es gibt mal wieder eine Abstimmung. Und ich sag mal so, es sind nicht mehr so viele Champions übrig, die überhaupt noch Color Stories haben. Das heißt, ihr werdet einige Namen durchaus schon häufiger gehört haben. Zur Auswahl stehen dieses Mal laut meinem Zufallsgenerator folgende Charaktere. Garen, die Macht von Demacia. Nami, die Gezeitenruferin. Und Wukong, der Affenkönig. Kurz mal zusammengefasst, Garen ist ein Mitglied der Kronwachtfamilie in Demacia und sowas wie der direkte Leibwächter von Prinz Jarvan, außerdem der Bruder von Lux. Und da wir ja gerade auch hier ab und an mal The Mage Seeker streamen, da war er schon so der Tutorial-Boss, könnte man sagen, gegen den man verlieren sollte. Nami hingegen ist eine sogenannte Marai, eine Form von aquatischen Vastaya und wenn ich mich recht erinnere, sogar in einem Polykül mit einem Mann und einer Frau? Interessante Sache, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste mir da nochmal genauer die Sachen ansehen. Auf jeden Fall hat sie auch irgendwelche Verbindungen zu Diana und sucht die wohl für irgendetwas Bestimmtes. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und Wukong ist, naja, erst einmal ein Rip-Off auf einen Charakter aus Die Reise nach Westen, also einem der chinesischen Klassiker. Nachdem übrigens auch Son Goku designt wurde, weil ursprünglich war Dragon Ball auch nur eine Parodie auf Die Reise nach Westen. Aber darum soll es hier gar nicht gehen. Wukong ist ein Vastaya aus Ionia, von einem affenartigen Volk. Und sagen wir mal so, er ist an seine Kampffähigkeiten gekommen, einerseits durch seine natürliche Begabung und weil er Master Yi einfach so sehr auf den Sack gegangen ist, dass er ihn irgendwann ausgebildet hat. Und deshalb kann er tatsächlich das Wuju, was
eine sehr interessante Sache ist. Ihr könnt mal wieder einen davon wählen. Die Abstimmung findet ihr wie immer in meinem Community-Tab, also entweder erster Link in der Videobeschreibung oder einfach über meinen Kanal auf Community oder vielleicht sogar direkt auf eurer YouTube-Startseite. Ansonsten gibt es natürlich das Übliche, was ihr hier so für mich machen könnt. Das heißt, ihr könnt gerne ein Däumchen dalassen, wenn es euch gefallen hat. Kommentare sind immer wunderbar für den Algorithmus. Oder falls ihr Leute kennt, die sich gerne Zeug anhören, schickt ihnen doch einfach mal den Link. Sowas schadet auch nicht, sowas tut meinem Kanal auch gut. Aber genug davon, ansonsten kann man mich auch noch finanziell unterstützen, wenn man das möchte. Dafür gibt es auch Links in der Videobeschreibung. Also wenn Leute sagen, hey, hier bitte, nehm mir einen Euro. Man kann es natürlich auch über Superchats bei mir in den Streams machen oder eben über Super Thanks heißt es, glaube ich, als Kommentare. Ich war echt überrascht, als Leute die Funktion das erste Mal genutzt haben. Aber ja, es ist immer wieder schön, so ein bisschen Wertschätzung zu bekommen, ne? Aber müsst ihr natürlich nicht machen, und wenn es Leute gibt, die das hauptberuflich machen, dann unterstützt am besten erstmal die. Aber genug davon, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das heißt, da geht es natürlich dann auch wieder weiter mit den Kurzgeschichten. Und als nächstes steht das verlassene Anwesen an. Und das ist eine Kurzgeschichte, die wahrscheinlich ein bisschen gruselig wird, denn es spielt unter anderem Elise eine Rolle. Von daher, viel Spaß damit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Cheerio!